Guten Morgen zusammen. In diesem Video geht es um das Felslitoral. Und was ist das Felslitoral eigentlich? Das ist ganz allgemein gesprochen die Uferregion eines Sees, eines Flusses oder wie jetzt hinter mir des Meeres. Aber wie ist jetzt das typische Felslitoral eines Meeres aufgebaut? Jetzt hinter mir seht ihr, es beginnt mit der Felsküste, dem sogenannten Supralitoral. Das ist also praktisch die Region, in der das Wasser gerade noch an Land kommt. Dann kommt die Gezeitenzone, also das Meer senkt und hebt sich immer ein bisschen. Jetzt im Mittelmeer eher weniger, in der Nordsee haben wir eine sehr ausgeprägte Gezeitenzone. Und das ist das sogenannte Mediolitoral. Typische Vertreter des Supralitorals wären beispielsweise Seepocken. Das sind Krebs oder Krebstiere, die sessil an einem gewissen Ort wachsen, an einem gewissen Ort leben. Das heißt, sie können sich nicht mehr bewegen und sie können sich dann auch komplett verschließen oben in dem Moment, wo sie trocken fallen. Ein typischer Vertreter des Mediolitorals wäre beispielsweise die Purpurrose. Das ist eine Seeanemone. Nach der Gezeitenzone kommt in der Regel eine Flachwasserzone und dort sind meist Sandgründe zu finden, Felsküste oder auch Seegras. Die Zone ist noch sehr gut lichtdurchflutet, das heißt alles, was darauf wächst, mit Ausnahme des Sandgrundes, ist in der Regel wirklich gut bewachsen, also sowohl das Seegras, das dann als Lebensraum dient, haben wir ja schon kennengelernt, aber auch Fels kann als unglaublich diverser Lebensraum gelten. Sowohl der obere Hartboden, also an den Licht hinkommt, da wachsen dann ganz häufig Schirmchenalgen. Müsst ihr euch mal angucken. Das sind so kleine Algen, haben oben so einen kleinen Schirm, das ist dann die Schirmchenalge. Und dann gibt es auch den unteren Hartboden, das sind dann die Stellen, die der Sonne abgewandt sind. Und dort wachsen dann auch ganz viele Schwämme, teilweise auch vereinzelt Korallen. Das ist schon spannend. Guckt euch das mal an, wenn ihr das nächste Mal beim Schnorcheln oder beim Tauchen seid. Irgendwann macht dann das Meer aus dem Flachwasserbereich so einen Knick in die Tiefe. Und dieser Knick wird als oberes Sublitoral bezeichnet oder auch als Infralitoral. Typische Vertreter hier wären beispielsweise die Pfennigalge oder auch der Schwammtang. Auf dem Weg in die Tiefe kommt dann das untere Sublitoral oder auch Zirkalitoral genannt. Typische Vertreter hier sind beispielsweise die Gorgonien. Weiter oben sind eher die gelben Gorgonien. In der Tiefe dann die roten Gorgonien. Die sind wahnsinnig schön. Das sind Korallen. Die gehören zu den Octocorallia. Werdet ihr noch genauer kennenlernen. Mit dem Schnorchel kommt man dann immer runter, muss man dann schon runtertauchen. Ist wahnsinnig schön, wahnsinnig spannend, wenn man die mal sieht. Und ganz in der Tiefe kommt dann meistens wieder eine Ebene. Dort wachsen auch wieder Korallen und in dem Fall dann vor allem die warzige Gorgonie. Das ist so der typische Verlauf des Felslitorals. Jetzt hier im Mittelmeer, es gibt noch ganz unterschiedliche Verläufe. Aber das ist so, ja, der Standardverlauf eigentlich. Mal ist die Gezeitenzone größer ausgeprägt, mal kleiner. Aber so könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Ich werde auch versuchen, euch noch ein Bild dazu hochzuladen. Schaut euch das mal an, dass ihr noch so ein paar Organismen kennenlernt, die typisch sind für die jeweilige Zone. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen und in dem Sinne viel Spaß mit den weiteren Videos zur Meeresbiologie.